8 Jahre mussten Fans auf eine Fortsetzung von Halo Wars warten, doch im Februar 2017 erscheint endlich der zweite Teil des Strategiespiels. Pünktlich zu E3 2016 lädt Microsoft Xbox One-Spieler zu einer offenen Beta ein. Wir haben uns die frühe Testversion heruntergeladen und sind mit Atriox und Captain Cutter in die Echtzeitkämpfe gezogen. Im Video zeigen wir euch Ausschnitte aus unserem Eroberungsfeldzug und verraten, wie sich Halo Wars 2 spielt. So viel vorweg, das neue Strategiespiel von 343 Industries und Creative Assembly greift auf Zutaten aus dem ersten Halo Wars zurück und ergänzt sie um sinnvolle Neuerungen. An der Spieleperformance müssen die Entwickler bis zum Release der Vollversion aber noch schrauben. Feindliche Truppen beschießen mich! Die vom 13. bis 20. Juni für Xbox One erhältliche Mehrspieler-Beta von Halo Wars 2 beschränkt sich auf die Karte Ricochet und den Spielmodus Dominanz. In letzterem müssen möglichst alle auf der Map verteilten Eroberungspunkte eingenommen und gehalten werden. Das Team, das die meisten Punkte erzielt, gewinnt die Partie. In der Testphase treten Zweierteams gegeneinander an, zu den Anführern zählen Atriox und Captain Cutter. In der finalen Version sind weitere geplant. Nachdem wir uns eine Fraktion ausgesucht haben, geht's ans Eingemachte. Der Spielbeginn läuft in jedem Match gleich ab. Die bereits vorhandene Basis will um weitere Gebäude ergänzt werden. Spieler des Vorgängers fühlen sich direkt heimisch. Um zunächst die reibungslose und schnelle Produktion von Rohstoffen sowie Energie zu gewährleisten, errichten wir unter Captain Cutter Nachschubmodule und Generatoren. Generator errichtet. Um die Waren schneller zu produzieren, hieven wir sie per Radialmenü direkt auf Upgrade Stufe 2. Schließlich benötigen wir im späteren Spielverlauf enorm viele Rohstoffe, um weitere Gebäude sowie Einheiten errichten und ausbilden zu können. Reaktor-Upgrade abgeschlossen. Sobald wir die ersten Schritte unseres Basisbaus erledigt haben, setzen wir auf die noch freien Stellen Kaserne, Garage und Luftdepot. Die Platzierung der Infanteriegebäude ermöglicht uns schließlich die Herstellung von Soldaten, Fahrzeugen und Flugzeugen. Und auch das kennen Halo Wars Spieler bereits. Jede Einheit benötigt eine bestimmte Anzahl an Truppenpunkten. Luftfahrzeugdepot errichtet. Damit verhindern die Entwickler, dass man anfangs unendlich viele Einheiten errichtet, die die Gegnertruppen anschließend in Windeseile pulverisieren. Nachschubmodul errichtet. Sammelpunkt festgelegt. Nightingale bereit. Was muss geflickt werden? Nachdem wir eine solide Truppe aus Kodiaks, Wolverines, Warthogs, Hornets und Höllenbringern ausgebildet haben, beginnen wir mit der Erkundung der Karte. Lokale Einheiten. Zunächst schicken wir unsere Einheiten per Knopfdruck zu einem Außenposten, auf dem wir weitere Energiegeneratoren und Rohstoffsammler errichten. Also ich liebe an! Bodenpumpen hängen wir dran! Danach versuchen wir, den ersten Eroberungspunkt einzunehmen. Hier wird's das erste Mal brenzlig, denn der Gegner spielt mit derselben Idee. Die Einheiten lassen sich dabei im Steinschere-Papier-Prinzip vom Bildschirm befördern. Während Fahrzeuge der Infanterie überlegen sind, schlagen Lufteinheiten die Fahrzeuge. Die Infanterie wiederum nimmt die Lufteinheiten unter Beschuss. Einige Einheiten haben ihre Stärke in Konterangriffen. Mit diesen speziellen Truppen lassen sich die statischen Steinschere-Papier-Regeln durchbrechen. Upgrade abgeschlossen. Nach dem ersten Streifzug hat unsere Basis bereits genügend Rohstoffe gesammelt, mit denen wir unseren Stützpunkt aufrüsten können. Damit verbessern wir zugleich unsere Tech-Stufe, die uns den Bau fortschrittlicher Einheiten, Upgrades und Gebäude ermöglicht. Die Basis rüsten wir über das Zentralgebäude auf. Mit den stärkeren Einheiten wagen wir schließlich einen weiteren Angriff auf die Eroberungspunkte. Viel Zeit zum Herumexperimentieren bleibt nicht, denn oftmals versuchen die Gegner bereits nach wenigen Minuten, erste Punkte der Karte für sich zu beanspruchen. Das Team, das die meisten Punkte sammelt, gewinnt die Partie. Die Gefechte dauern in der Regel ca. 20 Minuten. Ja,
Wir haben Dominanzpunkt E erobert. Wie auch im ersten Halo Wars geht die Steuerung per Gamepad gut von der Hand. Durch das bewährte Ringmenü erreichen wir sämtliche Optionen im Handumdrehen. Mit den Triggern wählen wir Einheiten aus, mit den Analogsticks bewegen wir uns über die Karte. Um im Kampfgeschehen besonders schnell zwischen den Einheiten und der Basis hin und her zu wechseln, nutzen wir die aufs Steuerkreuz gelegten Hotkeys. Das funktioniert wunderbar. Die allgemeine Scrollgeschwindigkeit könnte noch etwas erhöht werden, denn das händische Überfliegen der Karte dauert etwas zu lange. Darüber hinaus würden wir eine höhere Zoomstufe begrüßen, um uns im Kampfgetümmel einen besseren Überblick zu verschaffen. An der Performance müssen die Programmierer ebenfalls werkeln. Nicht selten kommt es in der Beta zu Rucklern oder gar Spielabstürzen. Ein Tearing, also Bildzerreißen, ist ebenfalls sichtbar. Bis zur Veröffentlichung am 21. Februar 2017 bleibt den Entwicklern aber noch genügend Zeit für den Feinschliff. Für einen ersten Eindruck taugt die einwöchige Beta aber allemal. 363 Industries und Creative Assembly stellen ein weiteres Mal unter Beweis, dass das auf dem PC groß gewordene Genre der Echtzeitstrategie auch auf Konsolen wunderbar funktioniert. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen.